Da haben wir noch ein bisschen Kohle, da haben wir noch ein bisschen Kohle, da haben wir noch ein bisschen Kohle, da haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Da auch noch ein bisschen Kohle und da noch ein bisschen Kohle. Automatischen Ofen wollte ich mal nochmal bauen. Ich wollte mir so viel bauen. So. Der wurde sich ja gewünscht, der automatische Ofen. Aber wir sind noch 100 Folgen hier, also verzagt nicht. Den automatischen Ofen, den bauen wir noch. So, da muss ich mir mal ganz kurz hier ein bisschen Schere machen. Ich will ja nichts verschwenden von dem Zeug, was hier gewachsen ist. Darum kommt jetzt mal alles weg. La 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 la. Das habe ich halt alles gemacht, damit es nicht ganz so klobig. Ich habe versucht, dass diese klobige Wand, also diese doch recht monströse Wand, irgendwie stilvoller zu gestalten. Habe ich echt eine Weile gebraucht dafür. So. Und da kam dann also was raus. Unten sehe ich gerade einen Zombie. Wir sind Level 19. Oh, ich könnte es runterspringen und mir holen. Aber das würde ich ja nie tun. Ich würde niemals runterspringen und mein Leben gefährden. Ja, also würde ich nicht tun, ne? Ihr kennt mich. Also, nee, mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. So. Ja. Auch hier alles weg, damit es nicht... Da ist ein Bogenschütze, da ist noch ein Bogenschütze. Ja, ich schieß, bevor du schießt. Und der nächste. Sogar einen Bogen hat er fallen lassen. Das gefällt mir natürlich. Hab keine Pfeile mehr. Na, klasse. Im Wasser gegen den Bogenschütze kämpfen, das ist das Beste, was einem passieren kann. Du kommst, es ist unmöglich, im Wasser gegen den Bogenschütze zu kämpfen. Du kommst einfach nicht an den ran. So. Ich hab keinen Platz mehr, merke ich gerade. Na gut. Jetzt habe ich natürlich nur noch die House Labs. Was ich gestaltungstechnisch jetzt nicht ganz so praktischer weiß. Aber vielleicht können wir es ja anders cooler gestalten. Kann ja auch sein. Dass es am Ende sogar besser aussieht. Also, ich hätte gern immer eine Säule für das Grünzeug. Ist ja logisch. So, ein Grünzeug. Eine Säule für das Grünzeug. Eine Säule für das Grünzeug. Geht genau auf. Man könnte ja eventuell das auch einfach so lassen. Noch besser, man könnte hier Blumentöpfe reinstellen. Das sieht ja auch geil aus. Und dann lasse ich einfach hier vier Ranken runterwachsen. Das reicht mir vollkommen. Super. Das hatte ich komplett abgemacht. Ja, komm, jedes zweite reicht auch. Obwohl, ne, komm. Ja, wenn wir dabei sind, komm, da haben wir genug fürs Leben ausgesorgt. Da haben wir erstmal... Kannst du was bauen wollen mit Ranken, da haben wir erstmal genug. Also schön von unten alles weg hier. Ja, bevor wir hier 100 mal irgendwas farmen vom Dschungel oder so. Machen wir... Oh, fuck, das war jetzt nicht geplant. Und das, fuck, zu sagen, war auch nicht geplant.
So. Auch das kommt weg. Auch das kommt erstmal weg. Kann ich die zwei Sonnenblümchen mal hierher so lang stellen. Okay, jetzt muss man natürlich so machen, dass ich mir irgendwie das Bild mal ganz kurz runterlade. Nicht runterlade, sondern mal nehme. Dazu muss ich mal ganz kurz, ich hoffe, das sieht, man müsste es eigentlich nicht sehen. Einfügen, genau. Datei, speichern unter. Ich werde jetzt einfach mal hier jetzt so, komm, go. Da komme ich nämlich gleich drauf. Na nun. Unbekannt, da haben wir es doch schon. So, jetzt habe ich das Bild hier. Das solltet ihr eigentlich nicht sehen, wenn ich das immer aufmache. Und dann kann ich jetzt immer schauen, wie es aussah. Die Glasfronten sind, wie es aussieht, gleich geblieben. Ich habe nur... von unten, boah, das wird jetzt echt ein bisschen, das wird schon ein bisschen was dauern, also. Das wird jetzt lustig. Aber, soll ja auch gut aussehen, ne? So. Okay. Dann hole ich mir mal ganz kurz Holz. Holsten. Ein Holsten jetzt. Oh, toll. Toll. Ich trinke kein Holsten. Keine Ahnung, was ich trinke. Ich bin mir nicht sicher, was ich trinke. Dann tue ich jetzt mal doch die ganzen Blumen mal wieder weg. Das ist für mich, also das nicht, aber die Blumen sind jetzt echt ein bisschen störend, wenn ich so viel Zeug rumtrage. Genau wie das da und das da. Da brauche ich jetzt auf jeden Fall das Birkenholz und da brauche ich davon noch ein bisschen was. Und da muss ich natürlich schauen, wie weit das Zeug ist, was ich brennen wollte. Weil auch davon brauche ich jetzt eine Menge. Können wir auch gleich meinen neuen Bruchstein wieder einfügen. So, hier ist noch und das auch noch. Das sieht gut aus. So. Ich immer 100 mal alles einreiße. Okay. Klack. Und klack. Und... na? Hä? Achso. Das habe ich ja auch noch. Super. Das heißt jetzt erstmal... von ganz oben... weg. Und jetzt waren da überall solche Slabs drunter. Hier unten war normal. Auch da waren nur solche Slabs drunter. Uferei kann man ja eventuell lassen, der hat sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen Stil. Ich schau gleich mal, wie das aussieht. Achso, ich kann die vielleicht von hier sogar... jawoll! So, da haben wir das schon mal. Das sieht doch ein bisschen komisch aus.
So, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Kann man eventuell... Noch ein paar Slaps gebräuchten. So, dann kommt da hinten noch eine hin. Sehr schön. Kommt da noch was hin. Und dann können wir den Spaß wieder abbauen. Immer schnell alles einsammeln, wir wollen ja nichts verschwenden. Ich überlege gerade, wie ich es noch hatte. Moment. Das war die Musik, das will ich haben. Okay, das war's an sich. Hier kommen dann halt immer da und da kommen Glowstones rein. So, da kommt Glowstones rein. Klar, da habe ich leider keins dabei. Ich habe gerade geguckt, ob ich das aufheben kann, aber es ging nicht. Den kann ich mir zu einem machen. Und dann waren jetzt überall versetzt. Warte mal, wenn da die Tür ist, dann müsste jetzt theoretisch hier. Diese Dinger. Auf denen Blumentöpfe mit Kaktus standen. Oder Kakteen standen. Um das hier mal korrekt auszudrücken. Hier dazwischen hat sich dann noch die Hecke getummelt. Hier müssen wir das ja natürlich genauso machen. Also erstmal alles weg. Ach ja, noch hier ist ja noch eine Mauer. Auch hier ist noch eine Mauer. So. Hier habe ich es aber auch anders gemacht gehabt. Hier habe ich eine höhere Mauer gesetzt. Das kann ich da mal demonstrieren, wie ich das meine. Aber es ist eigentlich klar, dass ich die Mauer so, wie sie war, nicht lasse. Da es ja doch sehr klobig aussah. Also es sah ja, naja, schön ist das anders. So, hier habe ich es, glaube ich, so gemacht. Wenn nicht, dann sieht das jetzt sehr gut aus so. Weil ich das sage, das sieht sehr gut aus, weil ich das sage, ne? Also... So. Nicht hier. Und dann... Zaun dazwischen, den ich jetzt nicht mehr habe. Toll. Profi einfach, nur Profi bei der Arbeit. Okay, hier kommt jetzt natürlich einmal komplett das hin. Das heißt, ich kann jetzt hier auch schon so ist doch richtig, oder? Also es ist hier nicht ganz so breit wie drüben, okay. Also schon mal die untere Linie auf jeden Fall gewahrt. Dann kann jetzt hier das hin, dann kommt nämlich jetzt hier... Alter, ich brauche unbedingt einen Zaun. Ich hätte natürlich alles... Ist mir jetzt egal, da brauche ich mal einen neuen Zaun. Ist mir doch egal. So. So und so und... Klack und klack und das kommt weg. Dann habe ich jetzt 40 Zaun.